Das Ding wäre halt einfach for real fast nicht passiert. Ich habe tatsächlich auf meinem alten Handy alte Aufnahmen durchgeguckt. Und es war nicht mal eine Soundaufnahme, es war ein altes Video. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund. Vielleicht weil ich irgendwie Daten löschen wollte. Auf jeden Fall hätte man das easy löschen können. Das war einfach ein Video. Schwarz, also keine Ahnung. Ich habe mein Handy einfach irgendwie hingelegt. Aufnahme per Video, nicht mal per Soundrekorder, keine Ahnung. Und ich glaube, es war Strophe und Refrain. Weil ich meine, ich hab dann so mir gedacht, ja, das ist cool. Hab dann eine Strophe und auch direkt ein Refrain drauf geschrieben. Und es war No-Brainer. Es war halt einfach instant da. Und ich hatte auch so ein bisschen schon was im Kopf. Deswegen war ich so leicht hyped und war ich schon so zufrieden. Ja, guck mal hier, ich hab hier ein bisschen was am Start. Zieh das mal rein. Und Freddy war so, ja. Und dann war ich so, dann hatten wir Probe. Und ich war die ganze Zeit so hyped. Und keine Ahnung, dann war ich so, na, Sojan, wollen wir später noch ein bisschen alleine länger im Proberaum bleiben, ne? Hast du Bock? Ich hab da was, was ich dir zeigen will. Ja, ich hab Sojan das gezeigt und ich glaube, er hat ungefähr das gehört, was ich gehört habe, weil Sojan war dann auch instant hyped und halt innerhalb von einer Stunde gefühlt, wenn ich mich richtig erinnere, diesen Song rausgekloppt. Dann haben wir vielleicht noch eine Stunde ein bisschen an den Vocals gewerkelt, so dass dann für die Zwischenpass alles stand und dann hatten wir einfach da einen fertigen Song. Und bei Red Sun war das anders. Das war halt, ich habe mich hingesetzt und habe den Song von vorne bis hinten komplett am Stück an einem Abend irgendwie durchgeschrieben. Ist ja normalerweise irgendwie so bei mir, ich schreibe die Songs, dann liegen die in einem Demo-Ordner, den gucke ich dann alle paar Monate mal an, sag dann alles Scheiße, leg's irgendwie zur Seite und dann passiert nichts mehr damit. Und bei Red Sun war es tatsächlich so ein bisschen anders. Ich habe den dann rausgenommen und habe dann dazu ein Video geschnitten. Wenn wir Glück haben, ist das official Video, das noch online ist. Ansonsten, es ist halt so ein aus einem Kurzfilm gewesen. Und ich habe einfach gedacht, so, boah, ja, keine Ahnung, passt halt irgendwie drauf, Bock bestimmt. Und dieses Video war auch am Ende, glaube ich, so ein bisschen dieser Punkt, der dann auch irgendwie bei allen gezündet hat, wo dann auch irgendwie gesagt haben, so, ja, okay, lass mal ausprobieren, die Nummer. Und dann ging es halt weiter. Wir haben das Teil dann im Proberaum genommen, alle Parts ausgecheckt, Sachen rum abgeändert, den Song nochmal so ein bisschen umgestellt. Und vor allem wichtig war mir dann halt im zweiten Teil vom Song, so im B, im C-Part, da gibt es diese Basslinie. Und die plus diese cleane Gitarre darüber, die musste einfach in dem Song genauso wie sie ist bleiben. Und ja, ich meine, wir haben uns ein bisschen dann da rumgehangelt, im Studio dann nochmal so ein bisschen rumprobiert. Es ist am Ende dann dabei geblieben. Und der Song ist an sich relativ ähnlich zu dem, was halt in der ersten Session entstanden ist. Meine erste Erinnerung an Red Sun war, dass Johnny mir von seinem alten Proberaum, wohlgemerkt, hat er mir eine Handyaufnahme gezeigt von irgendeinem, oder also er hat mir eine Aufnahme auf seinem Handy gezeigt von irgendeinem Riff, den Sojan geschrieben hat, aber auch nur ein Riff und meinte, auch ein uraltes Riff. Meinte, ey, ich habe da voll die geile Gesangslinie drauf und er hat es mir vorgesungen. Und ich dachte so, ja, ist ganz okay. Ich konnte mir noch überhaupt nicht vorstellen, dass da was draus wird. Hab dann gesagt, so, ja, ist cool, aber hat mir auch nicht weiter bei was gedacht. Ja, und dann irgendwie 2, 3 Wochen später waren Sojan und Johnny im Proberaum und ich glaube sogar noch denselben Sonntag am Wochenende. Wir haben halt immer am Wochenende geprobt, Freitag bis Samstags, weil wir aus aller Herren Länder kommen. Und Freitag hat er mir es gezeigt und Sonntag waren Sojan und Johnny noch länger alleine im Proberaum, glaube ich. Ich meine, es war so. Und dann kommt auf einmal so ein Ding, so, ey, wir haben voll den krassen Song geschrieben. Sojan dann auch irgendwie schon 3 Stunden später so, ich habe jetzt auch ein Musikvideo zu diesem Song geschnitten. Also die waren beide auf jeden Fall ultra hyped. Ja, und ich höre mir den Song an und der war ultra geil. Also weil Johnnys Gesangslinie war wirklich Zucker und Sojans, es war noch Tyler Leads, aber es war schon anders, was Sojan gemacht hat. Es war so arpeggierte, offene Akkorde unter einem Riff im Refrain, was wirklich geil klang, was aber nicht mehr so typisch, so urtypisch Tyler Leads war. Ich weiß, Johnny war zu dem Zeitpunkt noch nicht 100% überzeugt von dieser Art von Sounddesign. Das hat sich dann aber mit der Zeit auch gelegt und
auch in der Pre-Production eigentlich schon, wo wir dann eine One-Track-Aufnahme pro Gitarre so einen fetten Sound gefahren konnten, dadurch, dass, es klingt einfach nur geil. Und ich habe bei diesem Song auch gar nicht mehr so viel gemacht. Ich weiß, dass ich die Strophe beigetragen habe. Ich habe mir relativ viele Blues-Licks angeguckt für diese Strophe, habe dann so eine Mischung aus einem funkigen und und dann doch schon bluesigen, ein bisschen leicht nach hinten versetzten Riff geschrieben. Aber bin dann in der Strophe eigentlich und auch im B-Part nachher komplett mit dem gegangen, was Rojan geschrieben hat. Das ist, das war einfach so erste Sahne, konntest du halt nicht mehr viel drehen und rütteln. Das war einfach schon perfekt, so wie es war. Ich habe noch ein bisschen mit Sounds ausprobiert, ein bisschen Fass an- und ausgemacht. Das haben wir später im Studio auch noch mit Beray gemacht. Aber im Großen und Ganzen war das Ding eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo es entstanden ist, eine runde Nummer. Und da musste ich nicht mehr viel zu machen. Ich habe einfach nur meine Strophe beigetragen und das war's. Ja, für mich ist Red Sun ist so ein ultra good vibe Song. So, der ist so ultra Sommerfeeling, irgendwie geile Laune, abgehen, Konzerte, irgendwas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall Hammer. Ich weiß, du hast da immer ich habe da die Hammer Vibes bei diesem Track. Tatsächlich habe ich da viel zu Hause dran gesessen an dem Song. Nicht unbedingt an der Strophe. Die Strophe ist so ein bisschen, ja, da spielen wir so ein bisschen unisono. Aber an Refrain und an dem C-Part habe ich zu Hause sehr lange rumgeschraubt und Sachen ausprobiert und geguckt, ja, was klingt da geil, was kann man da machen. Tatsächlich ist das der einzige Song, oder wo ich von Soja einen kompletten Bassriff übernommen habe, weil er hat sich auch das selber explizit so gewünscht, weil auch es klingt auch einfach insane geil. So, es ist ein übelst geiles Riff, da braucht man auch gar nichts dran zu schrauben. So, das ist einfach geil gewesen, hat direkt gebockt, hat direkt geflowt, konnte ich so übernehmen, war auf jeden Fall geil. Von allen Songs ist auf jeden Fall die einzige Stelle, die ich so komplett übernommen habe. Aber wie gesagt, bereue ich auch gar nicht und ist auch eigentlich scheißegal, dass ich das nicht selber gemacht habe, weil klingt halt einfach Premium, diese Stelle. Ich weiß nicht, nach dem Part kommt so ein richtig geiler Schrei von Johnny, der einfach den Song so krank, so viel Vibes gibt, ich weiß nicht, ich habe da immer die kränksten Feelings bei diesem Part. So, das macht einfach so Bock und dann gehe ich mit dem Bass, mache ich da so einen durchgehenden, flowigen Bass so in den Dinges rein, der halt ziemlich klatscht, so meiner Meinung nach. Macht auf jeden Fall Bock. Also der Song also zu zocken ist Zucker, so macht echt mega Laune. Und ich hoffe, da kommt auch ein bisschen was, da kommt das so rüber auf der Platte, wenn man das so hört. Also bei mir, wenn ich die Platte höre, kommt der auf jeden Fall rüber, der Vibe. So. Ich denke mal, der wird aber rüberkommen. Ja. So, das ist das Track-by-Track zu Red Sun. Wir haben noch mehr davon für alle anderen Songs, die rauskommen. Für The Rapture gibt's auch eins. Und wenn ihr die sehen wollt, auf unserem YouTube-Kanal, da gibt's auch noch eine Menge andere Videos, checkt die aus. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in einem von den nächsten Videos. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Wir drehen sehr weit vor. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Mach's gut.